Quizfrage. Wer waren die drei größten Gewinner von 14 Monaten Corona-Krise? Ist ganz einfach. Amazon, Klopapier und die FDP. Ja, in Umfragen stabil, zweistellig, bei 11-12%. Übrigens nicht völlig unverdient. Denn mit ihrer Kritik an unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen, ohne die Pandemie zu leugnen, haben die Liberalen einen neuen Markenkern gefunden. Entsprechend fröhlich ging es zu beim digitalen FDP-Parteitag letztes Wochenende. Ich sag mal, Optimismus mit einem Schuss Größenwahn. Übrigens kam verschiedentlich die Frage auf, ob nicht die Freien Demokraten auch einen Kanzlerkandidaten benennen sollten. Ja, das kann ich kurz beantworten. Nein. Andererseits, wenn die FDP in Thüringen mit 5% den Ministerpräsidenten stellen kann, warum nicht mit 12% Kanzler werden? Ne? Was war sonst los beim Parteitag? Die FDP bleibt, um es vorsichtig auszudrücken, eher männlich dominiert. Ziemlich männlich. Mit Frontmann Christian Lindner als Vorsitzender wiedergewählt mit 93%. Also immer noch One-Man-Show. Von wegen. Sie glauben gar nicht, wer da alles Cooles mitmacht. Michael Theurer ist Mr. Mittelstand. Nicola Beer ist unsere Mrs. Europa. Wolfgang Kubicki, mein väterlicher Freund und Partner. Aha. Die anderen FDP-Avengers hatten irgendwie coolere Heldennamen. Ab Herbst wollen die Liberalen im Bund endlich wieder mitregieren. Lindners Ansage. Der Traum Jamaika 2.0 oder, wenn es suboptimal läuft, die Ampel. Also FDP mit Grünen und SPD. Wie realistisch ist das jetzt, wo Lindner Steuererhöhungen kategorisch ausschließt? Ja. Gar nicht mal so realistisch. Die Ampel-Idee ist im Grunde schon Geschichte. Tot. Denn die FDP will sogar Steuern senken und die Wirtschaft um 60 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Steuersenkung, das klingt dann doch wieder nach Oldschool-FDP und nach Klientelpolitik. Falsch. Die neue FDP kämpft für alle möglichen Gruppen. Die junge Familie, die vom Eigenheim träumt und für die ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer viel bedeutet. Der Single, der seine Wohnung liebt, auch wenn sie für andere zu groß erscheinen mag. Totales Tabuthema. Singles verhungern in ihrem 300 Quadratmeter Loft, weil sie die Tür nicht mehr wiederfinden. Passiert öfter, als man denkt. Sehr gut ist, sie setzen sich glaubhaft für bessere Bildung ein. Nach den letzten Monaten wichtiger denn je. Schade dagegen ist, dass Hartz IV von der FDP zwar umbenannt wird in liberales Bürgergeld, aber ansonsten fast genauso bleibt, inklusive Sanktionen. Und wichtigste Frage, wie das gehen soll, den Haushalt nach Corona sanieren, ohne Schulden und mit weniger Steuern. Den Zaubertrick versteht nicht mal Chrissys Wunschpartner CDU. Es ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage. Achtung! In diesen Tagen breitet sich eine neue Sekte in Deutschland aus und findet immer mehr Anhänger. Die sogenannten Christians, zu Deutsch Christians. Ihr spiritueller Guru Christian verspricht, den Haushalt zu sanieren, ohne neue Schulden und mit weniger Steuern. Völlig irre. Und seine fanatischen Jünger glauben ihm jedes Wort. Wenn ich für uns erkläre, das ist mit den Freien Demokraten, das ist mit den Freien Demokraten, in Regierungsverantwortung eben keine höhere Belastung, eben keine höhere Belastung, der Einkommen der Beschäftigten geben wird, der Einkommen der Beschäftigten geben wird. Die Christians, total verblendete neoliberale Spinner. Wenn sie bei dir klingeln, mach nicht auf. Ja, ja. Tom Cruise überlegt schon, von Scientology zur FDP zu wechseln. Liest man. Und dann hat der Parteitag auch noch aus Versehen harte Drogen legalisiert. Ist wirklich wahr. Ein neues Drogengesetz nach portugiesischem Vorbild hätte den Besitz von 10 Tagesdosen harter Drogen legal gemacht. Na, dann hat die Parteispitze aber leider gemerkt, was da läuft und die Abstimmung wiederholt. Blöd. Das war echt dramatisch. Deutschlands Junkies sitzen letzten Samstag gebannt am Smartphone, gucken FDP-Parteitag. Ja! Ja! FDP! 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 Ja! Und dann nur Minuten später. Ja, sind beide vor Wut direkt clean geworden. Ach, Kopf hoch, Jungs. Cannabis-Legalisierung bleibt ja im Programm.
Genau wie der klassische FDP-Klimaschutz. Die Freien Demokraten sehen den Klimawandel als, Zitat, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Aber der Weg zur Klimaneutralität soll den Bürger möglichst gar nicht belasten. Statt Verzicht fordert die FDP Erfindungsgeist. Ja, Lindner redet zum Beispiel ständig von grünem Wasserstoff, als wäre der übermorgen die Lösung. Tatsächlich bräuchte man heute allein für den Betrieb eines großen Stahlwerks von ThyssenKrupp mit grünem Wasserstoff 3.800 neue Windräder. Nur dafür. Ah, irgendwas wird garantiert noch erfunden. Und die FDP hat jetzt sogar einen Klima-Think-Tank eingerichtet, in dem kein Geringerer als Olaf Schubert an genau den Erfindungen arbeitet, die den Klimawandel bald besiegen werden. Olaf, worauf dürfen wir uns da freuen? Auf jede Menge. Herzlich willkommen hier aus dem FDP-Think-Tank, hier aus dem brodelnden Inner Circle. Und unser Motto lautet Innovation statt grüner Wohlstandskastration. Denn wir hinterfragen die Verbote. Ja? Wie oft musste ich als Kind hören, ja, im Dunkeln lesen ist gefährlich, das macht blind. Ich habe gefragt, warum? Das ist ja Quatsch. Denn wenn ich leise Musik höre, wäre ich davon ja auch nicht taub. Also, Verlierer sehen Probleme, Gewinner finden Lösungen. Stichwort Verkehr. Ja, damals, die ersten einfachen, ganz primitiven Straßen. Ja, als die voll waren, was haben die Ingenieure entwickelt? Richtig, die Mittelspur und danach sogar noch die Überholspur. Pfiffig. Und so müssen wir weitermachen. Heute nicht einfach den Verbrenner verbieten, sondern moderne Infrastruktur entwickeln. Zum Beispiel alle Straßen prinzipiell einfach bergab bauen, damit die Autos rollen können. Ja, geht nicht, sagt der Nörgler. Warum? Klar geht's. Bei den Flüssen geht's ja schließlich auch. Und das Tempolimit, ritsch, ratsch, ritsch, das klärt der Markt. Ich meine, beim Dacia ist er schon bei 130 von alleine Schluss und mein Porsche ist bei 320 abgeregelt. Kleiner Tipp, je schneller man fährt, desto eher ist die Umweltverschmutzung vorbei, weil das CO2 ja gar nicht mehr hinterherkommt. Und so ist es auch beim Flugverkehr. Nicht einfach verbieten, sondern neu denken. Eine vernünftige Alternative zum Kurzstreckenflug ist der Langstreckenflug mit Zwischenhalt. Ja? Also wir globalisieren den Nahverkehr. Das ist quasi Regional-Jetset. Wird natürlich nicht ganz klimaneutral gehen. Logisch, das Elektroflugzeug ist noch zu gefährlich. Ja, ich meine, ist oben plötzlich der Akku alle, dann kommen die nicht mehr runter. Also die FDP will gar nichts regulieren. Doch, 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 aber mit Vernunft. Ja? Und deshalb fordern wir pro Familie in Deutschland maximal einen Zweitwagen. Ich meine, wir haben doch durch Corona schon genug Abstriche im Rachen. Da brauchen wir ja nicht auch noch Abstriche im Lebensstandard. Ja? Und Politik muss für die Menschen nachvollziehbar bleiben. Wir sind deshalb dafür, dass der Meeresspiegel nicht schneller steigen darf als die Mieten. Klingt schlüssig. Und was ist mit Steuererhöhungen? Also Umweltschutz mit Steuererhöhungen zu finanzieren, ist kontraproduktiv. Wir finanzieren Umweltschutz mit Steuersenkungen. Also man sieht, die angestrebte Freigabe von Drogen zeigt zumindest bei uns von der FDP schon Wirkung. Und wir setzen natürlich voll auf die Digitalisierung. Ja? Momentan wird alles digitalisiert. Warum nicht auch CO2? Klare Forderung, CO2 scannen und dann einfach löschen. Ich habe schon mal die Tastenkombi. Steuerung, CO2 entfernen. Tja, wir von der FDP sagen also, es wäre völlig verantwortungslos, wenn wir uns auf Verdacht und ohne jede Grundlage graue Haare wackeln lassen. Viel bessere Idee, statt immer nur wegen des Meeresspiegels zu demonstrieren, lassen sich die Kinder endlich mal Kiemen wachsen. Problem gelöst und ihr braucht euch nicht mal zu bedanken. Olaf Schubert. Naja, genau, ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk, ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.